Und heute muss ich sagen, selbst wenn nur noch 10 Leute am Ende da sind, ziehen wir das auch noch 20 Uhr durch. Ja. Okay, ich habe V-Abend dabei. Also das ist schon mal die Ankündigung, heute sind wir bis 21 Uhr da. Weil nach dem, was in den letzten Tagen die Polizei sich erlaubt hat, sehe ich keine Veranlassung. Ich habe vor einer Woche den Polizisten gesagt, erstens habe ich selbst sehr gefroren, weil es war ja wirklich sehr, sehr kalt. Und zum Zweiten habe ich dann gesagt, komm, ihr wollt auch euren verdienten Ostermontag irgendwann genießen. Mein Friedensangebot an euch, wir machen heute schon gegen 18 Uhr Schluss. Aber wir sehen ja, wohin das führt. Was gestern geschehen ist, mit dem Dario, der gestern brutal zu Boden geworfen wurde. Ihr könnt das in meinem Telegram-Kanal. Wie heißt der? Silberjunge Thorsten Schulte, neu. Haben wir sowohl das, was dem Markus Heinz widerfahren ist, das habe ich ja kommentiert. Der Markus ist jederzeit herzlich hier eingeladen zu sprechen, zu uns zu kommen. Das, was gestern mit dem Dario geschehen ist, im Bundeskanzleramt, ich war ja selbst Zeuge, dass sie mich beispielsweise dort drüben am Parkplatz des Olympiastadions festgenommen haben für fast eine halbe Stunde. Also offiziell ist es ja dann bis zu Teil einer polizeilichen Maßnahme mit der Begründung, ich hätte Menschen die Hand gegeben. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was hier in diesem Land geschieht. Und die meisten Menschen schauen weg. Ich habe hier am Hauptbahnhof, ich werde es gleich mal kurz ansprechen, gesehen, wie ein polnischer Mitbürger oder Mensch vor dem Hauptbahnhof von zwei Security-Leuten der Bahn aufs Übelste angegangen wurde. Aufs Übelste. Der hat so eine Maske getragen wie die. Könnte ich dann das Attest mal sehen, weil ich glaube nicht, dass das die Infektionsschutzauflagen erfüllt. Ja? Was, Sie haben keinen Attest dabei? Ja, dann kommen Sie hier bei uns nicht rein. Sie dürfen nicht mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, mit dem Zug fahren. Ja, Leute. Und was habe ich dann gemacht? Und das ist meine Aufforderung an euch alle. Ja? Ruft sofort spontan Demos auf. Ich habe mich dann da hingestellt, das Handy gezückt, habe gesagt, ich nehme das jetzt hier auf. Und vorher waren sie, wie man sich SA-Leute vorstellt. Ja, hallo, richtig. Test. Ja. Dann habe ich die Kamera, das zweite Seite. Geh mal hin. Habe ich das Handy genommen und habe dann gesagt, ich nehme das jetzt hier auf, was sie machen. Sie sollten sich Test. Nehmen. Guten Tag. Sie dürfen uns hier nicht aufnehmen, das sage ich doch, weil ich Läuft. Hier in diesem Moment, bevor ich die Kamera dann anlasse, weil ich in diesem Moment eine Spontan-Demo verkünde. Somit ist es eine öffentliche Versammlung. Und ich filme jetzt. Was haben die beiden gemacht? Sind in den Hauptbahnhof geflüchtet. Leute, macht das. Ja? Wann immer ihr hier auch seht, dass Polizisten jetzt läuft. Meine Bitte an euch. Das werde ich auch hier gleich zu Beginn sagen. Ich bitte alle Versammlungsteilnehmer dann, ihre Handys zu zücken, die polizeiliche Maßnahme zu filmen. Die Polizeiautos und die beteiligten Beamten, die gesamte polizeiliche Maßnahme in der Gesamtheit zu filmen. Alle. Ich rufe alle dann auf. Und ich rufe auf, dass derjenige, der dort als erster dort steht, eine Spontan-Demo ausruft, damit alles gefilmt werden kann, damit die Polizei sich nicht hinterher darauf zurückziehen kann, hier Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes oder so. Ich bin kein Jurist, ich kann euch nie die exakten Fachsimpeleien sagen. Mein Handy wurde ja beschlagnahmt am 21. November, weil ich habe meinen Ausweis gezeigt, meinen Presseausweis, habe diesen Polizisten, bin einmal rumgegangen, oder zweimal oder dreimal sogar, habe gesagt, Leute, ich habe den ins Gewissen geredet, habe denen gesagt, wisst ihr, das ist hier Freiheitsberaubung, wir haben hier nichts gemacht, wir haben hier, wie könnt ihr das mit eurem Gewissen verantworten, und habe dann gesagt, Leute, wenn ihr jetzt das nicht beendet, dann werde ich jetzt mit diesem Handy hier rumgehen und euch aufnehmen. Die Folge ist, dass ich 11 oder 12 Strafanzeigen habe von Polizisten, aber wir kennen jetzt eure Namen. Das ist alles aktenkundig, Leute. Und solange ich lebe, werde ich daran arbeiten, dass Leute wie ihr aus dem Polizeidienst entfernt werdet. Okay? Und dafür kommen wir jetzt hierher. Jeden Sonntag fahren wir mit Autokorsos hier durch Berlin und jeden Montag sind wir hier. Wie viele von euch auch immer da sind. Und niemand von euch da draußen soll mir sagen, solche Demos bringen nichts.
Jeder, der das sagt, betreibt das Geschäft des Systems, betreibt das Geschäft derer, die für eure Unfreiheit zuständig sind. Jeder. Und diese Leute solltet ihr nicht hochleben lassen, sondern ihr solltet sie abstrafen in den Kommentaren, ihr solltet sie links liegen lassen. Das ist meine Aufforderung. Weil diese Leute zersetzen den Widerstand. Und ich bin sehr froh, dass der Anselm Lenz zugesagt hat, am 19. April hier mit dem Pittel zu sprechen. Das ganze deutsche Volk erhebt sich. Man muss ja wissen, dass Anselm ein bekennendes Mitglied der, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, aber er war ja mal bei den Antifaschisten richtig als Mitglied tätig. Er muss es selbst sagen. Ich könnte ihn ja fragen, wenn er kommt. Und ich finde es super toll, dass er bereit ist, hier mit uns gemeinsam dieses Dach für die Menschen zu bilden. Ob sie links sind oder rechts sind, ob sie aus der Mitte der Gesellschaft stammen. Wir wollen uns ja an alle Menschen richten. So, jetzt muss ich mal kurz nochmal weitergehen. Bis später mal. Ja? Danke schön. Danke auch. Könnt ihr mir vielleicht nochmal später sagen, wo ihr so eine Aufnahme habt? Ich bin hier zu Bischof.
Drin oder ist jemand von der Antifa da mit so einem Störer oder Mensch, sind auch eure Freunde. Der Anselm wird hoffentlich später noch kommen. Er wird auf jeden Fall am 19. April hier eine Rede halten. Der Anselm ist schon da. Ich freue mich gleich, ihn hier begrüßen zu können. Und er möchte, aber das soll er euch gleich selbst sagen, was er vorhat für den 19. April. Ich erkläre jetzt hiermit somit unsere Kundgebung für unsere Grundrechte, also für unsere Selbstbestimmung, dafür, dass wir Menschen das sein können, wozu wir geboren wurden, frei und unabhängig. Ich erkläre unsere Kundgebung für die Grundrechte, unsere Kundgebung für Fakten statt Fake News, die wir euch heute präsentieren werden, auch unsere Kundgebung für Volksentscheide, damit wir die Ära der Herrschaft der Menschen ausrufen können und wir über Volksentscheide die Fremdbestimmung und Täuschung in Deutschland, in Europa und in der Welt beenden können. Ich erkläre diese Kundgebung hiermit für eröffnet. Vor einer Woche habe ich dem Einsatzleiter und dem Betreuer der Polizei, mit denen ich zu jedem Zeitpunkt angenehme Gespräche führen konnte, angeboten, komm, Sie wollen sicher auch den Ostermontag noch mit Ihrer Familie begehen. Und es ist sehr kalt, ihr erinnert euch, diejenigen von euch, die vor einer Woche schon da waren, ich war so durchgefroren nach den Stunden hier. Und ich habe dann gesagt, lasst uns doch als Zeichen des Friedens gegen 18 Uhr die Kundgebung bereits beenden, obwohl ich sie bis 20 Uhr angemeldet hatte und wir das Recht gehabt hätten, bis 20 Uhr hier stehen zu sein. Ich habe heute dem Einsatzleiter und dem Verbindungsmann, die gerade auch sympathisch auf mich wirkten, aber das gibt uns nichts, mitgeteilt, dass wir heute bis 21 Uhr, keine Minute früher, hier diese Kundgebung machen werden. Und wenn von euch am Ende nur noch 10 Leute oder 5 Leute oder 2 Leute mit mir ausharren, heute werden wir bis 21 Uhr stehen. Okay? Das ist ein Versprechen. Okay? Und wir halten im Gegensatz zu unseren Politikern Wort. Und der Einsatzleiter wird ja gerade zuhören. Mir wurde gerade vom Verbindungsmann mit auf den Weg gegeben. Wir mögen auch darauf achten, dass wir keine volksverhetzenden Reden halten. Und dann fiel die Person Anne Frank. So. Und zwar jetzt nicht näher definiert. Wenn wir irgendwelche Vergleiche herstellen würden, und dann fiel der Name Anne Frank. Ich will euch mal eines sagen. Sophie Scholl und ihr Bruder Hans waren einzigartig. Einzigartig. Und niemand von uns darf sich mit diesen beiden, mit der Gruppe, mit der weißen Rose auf eine Stufe stellen. Niemand. Weil das, was Sie gemacht haben, das war nochmal eine ganz schöne Nummer größer. Nochmal eine ganze Nummer größer. Das wisst ihr alle. Damals war es offenkundig eine schlimme Diktatur. Es war Faschismus. Es war totalitär. Es war totalitär. Und ihr wisst alle, dass Menschen damals, das wissen wir heute, denkt nur mal, Hitler schreckte noch nicht einmal davor zurück, einen Kampfgefährten der ersten Stunde standrechtlich erschießen zu lassen. Das war am 1. Juli 1934. Das war am 1. Juli 1934. Und da vor euch jemand steht, der unsere Geschichte sehr, sehr ähnlich aufgesogen hat, kann ich euch auch sagen, ja, er musste 2,5 Stunden von Göring und von
Himmler bearbeitet werden, weil er sich erst weigerte, ihn erschießen zu lassen. Aber es zählt immer, meine lieben Freunde, das, was hinten rauskommt. Wenn ich einen Menschen ermorde, dann zählt nicht, dass ich vielleicht 10 Minuten vorher noch die Absicht hatte, ihn nicht zu ermorden. Ist das angekommen bei euch allen? Und wir stehen hier für den Frieden und die Freiheit und für die Wahrheit, für die Wahrhaftigkeit. Und dazu gehört auch das hier auszusprechen. Es war damals ein totalitäres Regime. Damals wurden Menschen standrechtlich erschossen. Damals fanden Menschen den Tod. Ich hoffe, dass jeder von euch an der Gedenkstätte Plötzensee war. Ihr könnt dort noch die Haken sehen, wo sie erhängt wurden, auf bestialische Art und Weise. Wollt ihr, dass ein solches Regime jemals wieder in Deutschland, in Europa oder der Welt Fuß fassen kann? Wollt ihr das? Niemals, oder? Niemals, oder? Und meine lieben Freunde, ich habe euch versprochen, dass wir hier bei diesen Montagsdemos, die wir jetzt in Berlin hinfort, solange ich lebe, hier machen werden. Es sei denn, wir werden hier die Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen durchsetzen. Ich möchte euch etwas vorlesen aus einem Buch. Dieses Buch heißt Interessen und Intrigen. Wer spaltete Deutschland? Ein Exkurs über internationale Beziehungen von Herbert Graf. Dieser Herbert Graf entstammt einer Arbeiterfamilie aus Egel bei Magdeburg. Er absolvierte ein Studium, studierte in Berlin Ökonomie und promovierte an der juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität. An ihren 2 Jahrzehnte war er Mitarbeiter Walter Ulbrichts. So, kennt ihr alle den noch? Gestern sind 3 Menschen bei unserem Autokorso an mir vorbeigefahren, so Jungs im Alter von vielleicht 10, 11 oder 12 Jahren. Die haben mir den Stinkefinger gezeigt. Ich durfte vorne